Man hat das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher, nämlich jene Einschläge, die durch die explodierenden Energiepreise und durch die Inflation verursacht werden. Es trifft immer mehr Firmen, die ihre Produktion einstellen müssen, schlichtweg, weil die Energiekosten so hoch sind, dass sich die Produktion nicht mehr lohnt. Und das bedeutet, dass die Inflation hoch bleiben wird, denn wir haben dann immer zu wenig Güter, gleichzeitig aber immer noch zu viel Geld, sodass die Inflation hoch bleibt. Es sei denn, die Nachfrage würde noch dramatischer zurückgehen, als das durch Produktionsstilllegungen schon ohnehin immer weiter zurückgehende Angebot, was fast schon unwahrscheinlich ist. Also wir sind auf dem Weg in eine Mangelwirtschaft und jetzt haben wir eine Politik, die das Ganze aus meiner Sicht eher verschlimmert als verbessert, indem sie Preisobergrenzen definieren will, Preisdeckel definieren will und die Vergangenheit und der Blick in die Geschichte zeigt, dass das keine gute Idee ist, weil dadurch die Preise steigen. Denn wenn ich Preisdeckel mache, dann komme ich direkt in eine Mangelwirtschaft hinein und das ist dann vielleicht nicht das Allerbeste, wie wir eben unter anderem aus der Erfahrung mit dem realen Sozialismus haben lernen können, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Zwei Stahlwerke in Hamburg und Bremen von ArcelorMittal, großer Stahlkonzern, einer der größten der Welt, wenn nicht der größte, werden Werke in Hamburg und Bremen stilllegen. Einfach, weil man sagt, naja, die Kosten sind so hoch, wir können unter diesen Umständen nicht mehr produzieren. Das bedeutet, es kommt weniger Stahl auf den Markt, zumindest in Europa. Und das mit der schon eben beschriebenen Folgewirkung und all das zeigt sich dann in solchen Daten. Erzeugerpreise aus der Eurozone, die heute aus dem Juli veröffentlicht wurden, 37,9% Rekordanstieg. Man muss es kaum mehr erwähnen. Hier sehen wir unten die Grafik. Und wenn wir das Ganze dann mal wieder runterbrechen, etwa auf die Bauernschaft, also diejenigen, die etwa produzieren oder auf andere Gewerbe, dann sieht man, dass da irgendwie was im Argen ist. Hier kommt schon die Grafik, kaum wart's eine Stunde, schon ist sie da. Und hier sehen wir das eben, was die Zeitung Agrar heute meldet. Das beste Organ, denke ich, aus dem Bereich Landwirtschaft. Düngerpreise gehen durch die Decke, die Bauern sind verzweifelt. Düngerpreise steigen wieder auf alte Höchststände. Schuld sind die extrem hohen Gaspreise und die explodierenden Produktionskosten für die Düngerindustrie. Für die Bauern öffnet sich damit die Preisschere zwischen Kosten, nämlich Dünger und Energie, und Erlösen, nämlich das, was man verkauft und damit Geld verdient. Getreide immer weiter, das hat Folgen für die Produktion. Das gilt für im Grunde so viele Wirtschaftsbereiche, nicht nur für Bauern, aber da kann man es mal exemplarisch zeigen. Die Kosten steigen schneller als die Preise, die ich für das von mir produzierte Gut erzielen kann, und so entsteht ein, wie die Amerikaner sagen, Mismatch, ein ungünstiges Verhältnis, wo man sich dann fragt, naja, dann lasse ich es doch gleich besser bleiben, sonst wird das Ganze nichts mehr. Und hier sehen wir, wie jetzt die Politik darauf reagiert. Die G7-Länder haben sich jetzt darauf verständigt, sie wollen eine Preisobergrenze für russisches Öl. Jetzt hat Moskau in Gestalt eines führenden Politikers, was ist der Präsidialamtssprecher, Peskov, hat gesagt, ja, dann liefern wir eben kein Öl mehr, weder an Unternehmen noch an Staaten, die diese Preisobergrenze unterstützen. Die Verantwortlichen bei der G7 stellen sich das so vor, eine Preisobergrenze für Crude Oil und zwei für raffinierte Produkte. Und Janet Yellen, die US-Finanzministerin, hat gesagt, also das ist eines der mächtigsten Tools gegen die Inflation. Da bin ich mir nicht so sicher, so warnt etwa JP Morgan. Naja, wenn die Russen jetzt weniger produzieren oder sozusagen nicht mehr liefern, dann könnte der Ölpreis im schlimmsten Fall auf $380 steigen. Und dann ist es mit der Inflationsbekämpfung jetzt nicht mehr so weit her. Aber die gute Jane und die guten G7 werden schon wissen, was sie machen. Javier Blas, der Energieexperte von Bloomberg, bringt es mal so auf den Punkt. Der macht das an einem Bild fest. Hier erzählt er praktisch, dass seine Freunde und er beschließen, also
der Pub, wo wir Bier getrunken haben, da beschließen wir, dass der Wirt jetzt nur noch einen bestimmten Preis für das Bier verlangen kann. Gleichzeitig sagen wir aber, oder haben wir sowieso gar nicht mehr vor, in diesem Pub Bier zu trinken, denn genauso ist das ja mit dem G7 und mit Russland. Da hat man ja gesagt, naja, wir werden ja absehbar dann kein russisches Öl mehr kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sehr gerne in dieses Pub gehen und sehr viel Bier dort trinken und die sagen, nee, eure Preisobergrenze für das Bier in diesem Pub, die tragen wir nicht mit. Wir wollen nämlich weiter da Bier trinken und diese anderen Herrschaften, das sind zum Beispiel Indien und China und das ist dann wohl nicht so ein riesiger Erfolg für das ganze Unterfangen. Deswegen glaube ich nicht, dass damit wirklich die Preise gesenkt werden. Vielleicht ist das insofern wirksam, als zum Beispiel dann europäische Gesellschaften, Versicherungsgesellschaften etc. noch vorsichtiger werden, aber ich denke nicht, dass der Effekt wirklich so besonders gut ist. Und das passt dann auch in das Schema, dass die EU im Krisenfall der Privatwirtschaft Produktionsvorgaben machen kann und will. Das heißt, man kann sagen, du produzierst jetzt davon mehr, weil davon haben wir zu wenig. Das erinnert mich irgendwie an den real existierenden Sozialismus mit seiner gelebten Mangelwirtschaft. Wer sich nicht dran hält, muss dann Geldstrafen zahlen von diesen Firmen. Also man sieht, dass der reale Sozialismus sozusagen durch den Anus über die Magengrube ins Hirn der hiesigen Politiker jetzt gekommen ist. Wir werden den Sozialisten, die wir erfolgreich besiegt zu haben glaubten, irgendwie immer ähnlicher, wenn mal irgendwie die Dinge nicht mehr so richtig laufen. Und nicht mehr laufen tut auch die deutsche Handelsbilanz. Denn wir kaufen immer teurer Energie ein und noch ist die positiv, in der Eurozone ist sie schon ziemlich negativ, aber die deutsche wird auch immer schlechter. Erstaunlich auch die Exportschwäche, die derzeit zu beobachten ist gegenüber den USA. Aber meine Damen und Herren, es gibt auch gute Nachrichten, der Gaspreis fällt. Wir sehen heute knapp 15% wieder der Rückgang, jetzt auf 208, wir waren ja schon bei 340 und es könnte jetzt, und es dürfte jetzt wohl die Woche mit dem größten jemals verzeichneten Rückgang der Gaspreise sein, die wir jetzt abschließen werden. Aber wir hatten natürlich davor auch ein paar ziemlich heftige Anstiege, die auch absolute Rekorde waren. Und diese Rekorde waren noch knackiger auf der Oberseite als jetzt auf der Unterseite. Aber immerhin ein bisschen Druck kommt. Oder da ist ein Ventil, das jetzt ein bisschen Druck ablässt. Hier sehen Sie mal ein Foto links. Das ist hier in dem Nebenraum. Habe ich das schnell fotografiert. Das sind so meine Rücklagen jetzt für die nächsten Rechnungen in Sachen Strom und Gas, damit es mir nicht passiert wie diesem Herrn, der jetzt obdachlos ist, weil er zu lange das Licht hat brennen lassen. Vielleicht eine gute Idee. Und was macht die EZB in dieser Situation? Wir haben die Erzeugerpreise gesehen. Das ist Inflation in der Pipeline. Und wir haben jetzt die Deutschen, die sagen, hey, wir müssen was tun gegen die Inflation. Die EZB will aber lieber den Italienern helfen. Aber die Deutschen werden so ein langsam bisschen ungemütlicher. Deswegen erwarten zum Beispiel Wall Street Banken jetzt, dass die EZB bis Oktober 1,5% Zinsanhebungen machen wird. Nächste Woche ja wahrscheinlich 0,75 und dann nochmal 0,75. Wer zu spät kommt, den bestrafen die Märkte. Also muss man dann irgendwie doppelt und dreifach auf die Tube drücken. Kommen wir jetzt zu den Aktienmärkten, kommen wir zu den USA. Da haben wir gesehen, Arbeitsmarktdaten, die waren okay. Waren, naja, nicht überragend, aber sie waren okay. Was für die Wall Street schön war, die Stundenlöhne sind ein bisschen weniger heiß ausgefallen als erwartet. Und die Arbeitslosenquote ist höher gewesen. Da hofft man jetzt, dadurch, dass die Daten auch nicht so schlecht waren, jetzt auf ein Soft Landing der US-Wirtschaft. Das ist doch schon mal richtig schick. So zumindest die Erwartung der Märkte. Und der Mohammed El-Erian sagt, ja, war für jeden was dabei in diesem Job Report. Wir hatten nicht diese Steinanstiege der Löhne, wir hatten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, auch das ist ganz gut. Und eben diese Hard Landing Concerns, also diese Sorgen für eine harte Landung der US-Wirtschaft. Das alles hat geholfen. Irgendwie hat sich das abgezeichnet, dass die Märkte so oder so auf diesen Arbeitsmarktbericht gut reagieren würden. Sieh dir mein Video heute Morgen, da hatte ich gedacht, okay, die Zahl wird schlechter ausfallen. Aber so viele Parameter waren eigentlich wirklich ganz schick, so aus Sicht der Märkte. Warum sind wir heute so gestiegen?
Naja, vor allem, weil eben der Markt stark überverkauft war. Sven Henrik hier mit dem Bild. Man shortet einfach nicht bei einem NIMO-Stand von minus 113. Das heißt, so viele Aktien waren so ausgebombt, dass da eine Reaktion nach oben gekommen ist. Dennoch ist die Frage, was ändert sich? Viele sind ja jetzt optimistisch, 50 Basispunkte vielleicht doch jetzt bei der September-Sitzung der Fed oder doch 75. Goldman Sachs ist da ein bisschen skeptischer. Wir gehen davon aus, so die Goldmänner, dass die Fed nochmal 100 Basispunkte insgesamt anheben wird, nämlich 50 im September und dann jeweils nochmal 25 im November und Dezember. Und ja, diese Skepsis ist wohl berechtigt, wenn wir mal das ganze Bild vom Arbeitsmarkt sehen. Erstens 315.000 Stellen, 300 erwartet, war ja ein Ticken besser, aber halt jetzt auch nicht so dramatisch gut, wie manche gefürchtet hatten, paradoxerweise. Wir hatten gestern Manufacturing Employment Index bei 54,2, höchster Wert seit März. Wir haben derzeit wieder rückläufige Jobless Claims, also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr, sehr heiß. Und deshalb dürfte die Zahl heute die Fed nicht bewegen, wirklich so viel an ihrem Zinsanhebungskurs zu ändern. Das sehen wir auch in den Fed Fund Futures. Die Wahrscheinlichkeit für einen großen Schritt im September ist immer noch bei 64% und damit deutlich höher von diesen Fed Fund Futures bepreist als ein Schritt von nur 50 Basispunkten. Und wenn wir uns mal anschauen, hier, was ist denn genau gelaufen bei diesen verschiedenen Sektoren am US-Arbeitsmarkt? Dann sehen wir, kein einziger Sektor hat Stellen verloren. Alle haben zugewonnen, vor allem Education und Health, Professional Business Services, Retail Trade, also Einzelhandels, Leisure, Hospitality, Manufacturing, alles sehr breit gestreut. Jobzuwächse, deswegen sagt die Citigroup, wir erwarten weiterhin eine Zinsanhebung von 0,75, weil die Inflation schlichtweg noch zu hoch ist und der Arbeitsmarkt eben sehr, sehr stark ist. Und Bank of America sagt ja 50 Basispunkte im September und 50 im November. Also es wird nicht so fürchterlich viel ändern an dieser ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, die Märkte haben sich gesagt, oh, hätte schlimmer kommen können. Dann hatten wir viele, die eben jetzt auch zu short positioniert waren. Die Stimmung war zu negativ, wie wir bei diesem Euphoria-Meter sehen. Der misst die Forward Earnings Expectations, der misst den VIX und das Bullish Sentiment. Und da waren wir doch schon sehr, sehr weit zurückgekommen. Also es ist jetzt so fürchterlich überraschend nicht, dass das passiert ist. Seit Mitte August allerdings sehen wir, dass immer mehr Unternehmen ihre Guidance nach unten nehmen, also ihren Ausblick nach unten nehmen. Und das wird das große Thema wahrscheinlich des vierten Quartals dann sein, dass schlichtweg die Gewinne nicht mehr so sprießen, so wie wir eben die Situation in der Eurozone haben, wo die Kosten so massiv explodiert sind. Das ist in den USA nicht ganz so stark, aber die Amerikaner haben höhere Probleme oder größere Probleme mit höheren Löhnen, mit dieser Lohnpreisspirale. Und da kommt sehr viel Druck, Mieten etc. Wir haben hier in Europa vor allem Energie, aber all das frisst in die Margen der Unternehmen, sodass es eben immer noch sein kann, dass wir in dieser Bärenmarkt-Situation sind. Hier mal Vergleiche zu 2008, 2009 und eben dem Bärenmarkt 2000 bis 2003 schon noch relativ parallele Strukturen. Vielleicht werden wir glimpflicher davon kommen, aber so ganz einfach dürfte der Ritt auch in diesem Jahr nicht werden. Abschließend nochmal die Artikelempfehlungen hier über den gelebten realen Sozialismus, meine Damen und Herren. Ich habe schon lange den Major Rütting nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob der vielleicht mal wieder bereit ist, hier vor die Kamera zu treten und über den realen Sozialismus zu sprechen. Aber erste Empfehlung, EU will im Krisenfall die Privatwirtschaft, der Privatwirtschaft Vorgaben machen, was sie produzieren soll. Dann Stahlwerke Hamburg-Bremen stellen Produktion ein, lesen sich mal die Begründungen durch von ArcelorMittal und den entsprechenden Verantwortlichen. Da wird es einem ganz kalt. Und dann Anleihenmärkte, erster Bärenmarkt seit Jahrzehnten. Anleihen sind ja massiv unter Druck, weil die Renditen gestiegen sind. Aber die Frage ist, wenn eine Rezession kommt, dann fallen die Renditen normalerweise. Dann könnte man in Anleihen gehen. Also das könnte eine interessante Geschichte sein. Drei Hinweise auf Artikel am Montag, ja US-Feiertag, dennoch Videos von mir. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao.